Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Sword Art Online. In der letzten Episode haben wir zusammen mit Seven Bragi befreit, den Mann von Idun. Und Shamrock hat uns das Leben schwer gemacht und ich bin ziemlich böse geworden daraufhin. Und diese Episode schauen wir mal, was der Typ hier zu sagen hat, der uns bis jetzt immer vom Festival erzählt hat. Mal gucken, ob es auch diesmal wieder ein Festival geben wird. Kommt alle her, Leute, alle zu mir. Es ist wirklich das Festival. Verpasst nicht das Festivalereignis. Ja, klar. Ja, vielleicht sollte ich jemanden bitten, mich zu begleiten. Mal gucken, wem wir noch zur Auswahl haben. Wir waren ja eigentlich schon mit allen da. Aber ich kann scheinbar wieder hier mit 100 Leuten zum Festival gehen. Dann werde ich mal mit Seven gehen. Ach, wenn ich sie überhaupt nicht mag. Aber mit der waren wir noch gar nicht unterwegs. Auf dem Festival. Was machst du da hier draußen, Seven? Wie meinst du das? Na, alle anderen sind auf dem Festival. Solltest du nicht oft ein Konzert gehen? Nicht ein Konzert geben oder etwas in der Art? Natürlich mache ich das noch. Ich vertreibe mir nur die Zeit, bis es anfängt. Nur weil ich ein großer Star bin, heißt das nicht, dass ich nicht wie alle anderen Spaß an Festivals habe. Darum hast du Shamrock also abgeschüttelt und bist hergekommen. So wie all die anderen Male, ja? Du hast es erfasst. Es scheint dir wirklich wichtig zu sein, da du einen Yukata trägst. Zieht man den nicht auf japanischen Festivals an? Und damit du es weißt, er wurde von einem Spieler hergestellt, und zwar von einer der besten Handwerkerinnen in ALO. Wow. Ein von einem anderen Spieler hergestellter Yukata? Ein Wunder, dass er so gut aussieht. Kein Wunder, dass er so gut aussieht. Und wie sehe ich in diesem Yukata aus? Oh, er steht dir gut. Wirklich gut. Sehr überzeugend, Kirito. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Dir muss doch was Besseres einfallen. Könntest du aufhören, mich anzustarren? Was? Ich habe nur versucht, mir was anderes zu deinem Yukata einfallen zu lassen. Hör auf damit, das ist mir peinlich. Muss ich mich erst wiederholen? Entschuldige, aber du siehst damit wirklich sehr süß aus. Siehst du? Mehr musstest du gar nicht sagen. Ich bin der Einzige, dem man Komplimente aus der Nase ziehen muss. Du bist der Einzige, dem man Komplimente aus der Nase ziehen muss. Schon gut, ich habe heute gute Laune. Daher darfst du mir das Festival zeigen. Boah, siehst du unsympathisch. Oh genau, das hätte ich fast vergessen. Ich wollte dich ja fragen, ob du mit mir hingehen möchtest. Wirklich? Warum hast du das nicht sofort gesagt? Wenn du mich begleitest, kann ich meinem Bodyguard den Abend freigeben. Du hast einen Bodyguard? Ja klar, wenn man so berühmt ist wie ich, weiß man nie, welche Gefahren auf einen lauern. Wieso treffe ich dich dann immer nur, wenn du ganz alleine bist? Details, Details. Auf dem Festival werden sehr viele glückliche Spieler sein, richtig? Außerdem, die Mitglieder von Shamrock werden mich verzweifelt suchen. Da bin ich nicht, da ich nicht in meiner Garderobe bin. Ach, darum geht es also. Ja, das wird dann wohl so sein. Die würden dich niemals aufgeben. Aber ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst. Du möchtest das Festival wie alle anderen genießen. Aber gut, dann werde ich heute dein Bodyguard sein. Wirklich? Ich meine, danke, Kirito. Ach, kein Problem. Okay, sollen wir uns dann zuerst die Stände ansehen? Wow, das sind aber viele. Sieht es auf japanischen Festivals immer so aus? Eigentlich schon, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ich wäre in der realen Welt. Festivals sind faszinierend. Sie sind so unterschiedlich, je nachdem, wo sie stattfinden und wer sie ausrichtet. Ich war noch nie auf einem japanischen Festival. Vielleicht kann ich in der realen Welt auch mal eins besuchen. Ich hoffe, dass du mich dann auch herumführen wirst, Kirito. Gern, aber ich weiß nicht, wie viel Ruhe du hast, wenn du erstmal als Dr. Rainbow dort auftauchst. Ha, das stimmt. Oh, das Feuerwerk geht gleich los. Toll, ich kann es kaum erwarten. Suchen wir uns einen guten Platz. Hast du das gehört, Kirito? Ja. Komm schon, ich möchte das Feuerwerk sehen. Kein Problem. Warte, Seven, da drüben. Shamrock-Mitglieder, ausgerechnet jetzt müssen die auftauchen. Oh, sie haben dich gesehen. Wir sollten von hier verschwinden. Mist, sie sind noch immer hinter uns. Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Sie haben uns gleich eingeholt. Sieh mal, Seven, dort vorne können wir sie abschütteln. Wo denn? Meinst du die Lücke zwischen den Gebäuden? Du bist doch bestimmt auch erschöpft, oder? Das ist viel besser, als einfach wegzulaufen. Na los, da rein. Ganz schön eng hier. Tut mir leid, hab ein wenig Geduld. Okay, sie sind jetzt weg. Wie lange willst du noch hier bleiben, Kirito? Entschuldige. Puh, das war knapp. Hey, das Feuerwerk. Wow, von hier kann man es wirklich gut sehen. Und keiner steht uns im Weg. Mit dem Ort haben wir Glück gehabt.
Wow. Wow, hast du das gesehen, Kirito? Das ist ja wunderschön. Wow. Kirito, danke für all das. Auch wenn es nur mal kurz war, hat es mir großen Spaß gemacht. Und ich habe sogar das Feuerwerk gesehen. Freut mich zu hören. Okay, ich gehe jetzt nach Hause, sonst macht sich Shamrock noch große Sorgen. Das wird dann ja, Kirito. Tschüss, Seven. Seven ist zwar Professorin und ein großer Star, aber unter all dem steckt immer noch ein Kind. Hoffentlich können wir uns bei einem anderen Festival wieder mal entspannen und Spaß haben. Es bleibt noch Zeit, bis das Festival zu Ende geht. Ja, wen nehmen wir mit? Wir haben noch Strea und wir haben noch Rain. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit beiden. Zuerst mit Rain. Zuerst die eine Schwester, dann die andere. Hey Rain, möchtest du mit mir zum Festival gehen? Mann, du musst nicht gleich so schockiert aussehen. Oh, entschuldige, ich war nur überrascht. Du kannst so viele Mädchen fragen, da hätte ich nie gedacht, dass du mich einlädst. Ja, die anderen habe ich alle schon gefragt und durchgehabt und mir war langweilig, deswegen frage ich jetzt dich. Wirklich? Ich dachte, das wäre gar nichts Ungewöhnliches. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, uns besser kennenzulernen. Ach, über mich gibt es doch überhaupt nichts Interessantes zu erfahren. Aber danke für die Einladung. Ich hatte schon überlegt, dass es schön wäre, mit dir aufs Festival zu gehen. Wirklich? Dann ist es abgemacht. Ich ziehe mich nur schnell um. Bin gleich zurück, okay? Wow, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf einem Festival war. Ich glaube, sie hat wirklich den schönsten Yukata, den wir bis jetzt gesehen haben. Also finde ich zumindest. Vermutlich hat mich meine Mutter als Kind mal zu einem mitgenommen. Hey, geh nicht so weit weg. Bei all den Leuten verlieren wir uns sonst noch. Hey, ich bin nicht mehr im Kindergarten. Mir passiert schon nichts. Du scheinst heute auf mich aufpassen zu wollen. Tue ich das? Du hast gesagt, du würdest dir um mich Sorgen machen, oder nicht? Okay, du hast gewonnen. Ich werde versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Was? Und? In deiner Nähe? Ich denke nicht, dass du mir so nah sein musst. Hey, du hast doch gesagt, ich soll nicht weggehen. Außerdem ist zwischen uns noch etwas Abstand. ja, stimmt. Zwischen uns ist noch etwa 3 cm Platz. Hey, sieh mal. Hier kann man Ramune trinken. Das möchte ich mal probieren. Gute Idee, ich bekomme auch langsam Durst. 2 Ramune, bitte. Das macht 300 dir. Danke. Bitte sehr, Rain. Du lädst mich ein? Klar, das ist doch keine große Sache. Wir haben inzwischen 3 Millionen hier. Oh, okay, danke, Kirito. Wie kriegt man die Flasche auf? Oh, warte, ich glaube, ich hab's. Oder auch nicht. Ich hätte schwören können, dass man es so macht. Hm, vielleicht war es beim ersten Mal ja doch richtig. Weißt du, wie man eine Ramune-Flasche aufmacht? Nein, hat sie doch gerade gesagt, du Idiot. Das dachte ich mir. Du hättest mich auch einfach um Hilfe bitten können. Steht es für unhöflich, nachdem du mich schon eingeladen hast. Mach dir deswegen keine Sorgen. Gib mir dir eine Flasche und halt meine fest. Okay. Du musst etwas Kraft aufwenden, um die Murmel reinzudrücken. Das sollte reichen. Etwas Kraft ausüben, um die Murmel reinzudrücken. Okay. Was zum... Was ist los? Warum sprudelt das so? Wieso hört das nicht auf? Bleib ruhig, Rain. Es ist gleich vorbei. Okay. Boah, da hat Kirito mal ordentlich abgespritzt auf Rain. Puh, das hätten wir. Ich wüsste zu gerne, warum das passiert ist. Normalerweise sprudelt es nur so stark, wenn man es heftig schüttelt. Ups. Moment mal, hast du sie geschüttelt? Es tut mir leid. Als die Flasche nicht aufgehen wollte, habe ich sie auf den Kopf gestellt und geschüttelt. Und jetzt bist du wegen mir ganz nass. Das tut mir so leid. Warte, ich werde dich schnell trocken wischen. Das ist nicht so schlimm und wird auch von allein trocken. Es tut mir nur leid, dass die ganze Limo jetzt weg ist. Oh nein, meine Ramune. Hier, nimm meine. Keine Sorge, ich habe noch nicht daraus getrunken. Wirklich? Bist du dir sicher? Es ist schließlich meine Schuld, dass deine Kleidung ruiniert ist und dass du ganz nass bist. Mach dir mich keine Sorgen. Ich möchte nicht, dass du traurig bist. Ist ja nicht so, dass er sich einfach eine neue kaufen könnte. Darum sollst du meine Ramune haben, Rain. Okay, wenn du so darauf bestehst. Bitte sehr. Hey, die schmeckt lecker. Schön, freut mich, dass sie dir schmeckt. Du bist so nett, Kirito. Niemand anderes wäre so freundlich zu mir. Wenn du weiter so nett zu mir bist, dann verliebe ich mich noch in dich. Ha, der war gut. Was ist, wenn ich das ernst gemeint habe? Was? Habe ich nicht, aber du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Du hast mich reingelegt. Sei nicht sauer, das gehört zum Spaß auf Festivals dazu. Was hat das mit Festival zu tun? Na gut, sie scheint sich zu amüsieren. Gut, dass ich sie eingeladen habe.
Es scheint wirklich die einzige zu sein, die wirklich nicht in uns verliebt ist. Es bleibt noch Zeit, bis das Festival zu Ende geht. Nehmen wir natürlich noch Strea mit. Philia meine ich natürlich, nicht Strea. Hast du kurz Zeit, Philia? Klar, was ist? Wenn du gerade nichts zu tun hast, hättest du dann Lust, mit mir zum Festival zu gehen? Wirklich? Nur wir beide? Ich dachte schon, aber wir können auch noch andere fragen, ob sie mitwollen. Nein, schon okay. Ich hätte nur nie gedacht, dass du mich fragen würdest. Tja, aber ich lade dich gerne ein. Dann zieh ich schnell meinen Yukata an. Bin gleich wieder da. Ich hätte mir denken können, dass eine erfahrene Schatzsucherin bereits einen Limited Edition Yukata besitzt. Oh, der ist auch schön. Sieh da! Es gibt Zuckerwatte und Eis. Es sieht alles aus wie in der realen Welt. Wow, das ist das... Ist das gegrillter Tintenfisch? Ich glaube schon. Anscheinend haben sie alles repliziert, was man hier erwarten würde. Möchtest du gerne was essen? Ja, warum nicht? Ich bin gespannt, ob es so schmeckt wie in der realen Welt. Einen bitte. Danke, das macht 300 Yen. Irgendwie kosten die Sachen immer 300 Yen. Kann das sein? Egal, was wir kaufen, ob das 2 Limos sind oder 5 Tintenfische oder 10 Donuts, keine Ahnung, es sind immer 300 Yen. Bitte sehr, pass auf, dass er dir nicht runterfällt. Danke. Okay, dann mal los. Das schmeckt gut. Schmeckt er so, wie er schmecken muss? Allerdings, ich bin sehr beeindruckt. Ich koste mal einen Tentakel. Okay, Tentakel hatten wir ja mit Philia letztes Mal auch schon. Ist alles okay, Philia? Oh, verstehe, du hast es nicht geschafft, ihn durchzubeißen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Es sind Saugnäpfe, die kleben in meinem Mund. Mann, dieser Tintenfisch ist ja noch am Leben. Nimm ihn raus, nimm ihn raus. Ich soll ihn wieder rausholen. Ist es in Ordnung, wenn ich einem Mädchen meinen Finger so in den Mund stecke? Naja, wenn es nur der Finger ist, Kirito, dann ist es schon ein bisschen komisch, aber besser als andere Dinge. Schnell, schnell. Okay, dann mal los. Verdammt, das Ding klebt richtig fest. Ich hab's gleich, halte durch. Flup. Geschafft. Ach, das war ein Albtraum. Was ist das überhaupt für ein Ding? Ich schätze, das ist kein Tintenfisch, sondern eine Art Tintenfischmonster. Unglaublich, dass es noch lebt, obwohl es gekocht worden ist. Warum verkaufen sie sowas überhaupt auf einem Festival? Schau mal, da läuft es weg mitsamt dem Spieß. Das ist ja krass. So viel zu meinem gegrillten Tintenfisch. Soll ich hinterherlaufen? Nein, schon okay, aber ich hätte nie gedacht, dass du mir mal einen lebenden Tintenfisch aus dem Mund ziehen würdest. Geht mir genauso. Ach, war das peinlich, aber danke für deine Hilfe, Kirito. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich bin nur froh, dass wir ihn rausziehen konnten. Sonst hättest du jetzt immer einen Tintenfisch aus dem Mund hängen. Hey, ich versuche gerade, mich bei dir zu bedanken. Ha, entschuldige. Ach, vergiss es. Wir können uns noch so viele andere Stände ansehen. Komm schon, Kirito. Lass uns weitergehen, bevor das Festival schließt. Ich komme ja schon. Damit wäre das heutige Festival beendet. Schön, dass ihr alle hier gewesen seid. Es ist schon vorbei. Mann, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt geht es wieder darum, das Spiel zu schaffen. Kiri ist ein Schürzenjäger. Okay, ist das eine Trophäe für vielleicht alle Frauen, dass wir alle Frauen bezirzt haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass wir mit allen auf dem Festival waren. Gut, dann werde ich mich jetzt noch einmal umschauen, ob wir hier neue Quests haben. Keine roten Pünktchen mehr, soweit ich das sehen kann. Keine Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob es mir noch etwas bringt, wenn ich die Arena spiele und dort in der Arena alle meine Mitstreiter besiege. Deswegen werde ich jetzt mal nach Voglinde reisen. Und kurz schauen, ob uns hier ein roter Questmarker angezeigt wird. Da ist ein blauer Questmarker. Da möchte ich aber mal hin. Wird er uns auch auf der Karte angezeigt? Ja, wird er. Na, da bin ich mal gespannt. Ist das oben auf der Insel oder unten? Ja, Leute. Wir haben es ja schon gesehen, es gibt auch ein New Game Plus. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, im Hauptmenü zu sagen, neues Spiel.
Und dann wird hier dieser Spielstand genommen. Alle meine Items in meinem Level wird dann quasi gespeichert. Und man startet aber wieder von der Story her so, als würde man einen mit einem frischen Charakter spielen. Ja, das werde ich aber im Let's Play nicht zeigen. Ich vermute mal, ich muss nach unten, ne? Oha. Wer bist du? Fafnir, Level 500. War Fafnir nicht mal viel kleiner im Level? Wo muss ich denn hin? Noch weiter runter kann ich ja nicht. Und der Dreidrache ist doch damit nicht gemeint, oder? Dass ich den besiegen soll? Oder soll ich in diesen Dungeon? Also da unten ist nichts. Gucken wir hier nochmal genau nach, bevor ich... Ah doch, da ist es doch, ich Idiot. Wahrscheinlich hätte ich es eben schon sehen können, wenn ich genau darauf geachtet hätte. Wen haben wir denn da? Ach, das ist der Sumeragi. Erstmal holen wir uns aber hier den Loot. Ein Rapier, okay. Sumeragi. Ah, Kirito, du bist es. Ich bin froh zu sehen, dass du nun doch in ALO geblieben bist. Bin ich, aber nicht wegen dir. Ich hatte nur das Gefühl, als müsste ich hier noch ein paar Dinge erledigen. Ha. Ich wusste, dass du insgeheim ein Gamer bist, aber ich hätte nicht gedacht, dass du perfektionistisch bist. Das sagt der Richtige. Aber ich kann nicht leugnen, dass dieses Spiel einen stärkeren Effekt auf mich hatte, als ich gedacht hätte. Hey, Sumeragi, Quests auf hoher Stufe allein anzugehen, ist ziemlich gefährlich, findest du nicht? Warum gehen du und ich nicht mal zusammen? Natürlich nur, wenn du auch Lust drauf hast. Du bist wirklich seltsam. Warum solltest du mich einladen, mit dir zusammen eine Gruppe zu bilden? Weiß ich auch nicht genau. Ich schätze, ich sehe etwas von mir selbst in dir. Ich verstehe. Nun gut, ruf mich, wenn du magst. Falls ich dann Lust habe, werde ich antworten. Aber wenn du mir eine in die Quere kommst, arbeite ich allein. In Ordnung, danke, Sumeragi. Sumeragi ist deiner Gruppe beigetreten. Du kannst deine Gruppe im Gasthaus bearbeiten. Okay, cool. Ein würdiger Rivale. Direkt mal die nächste Trophäe hier eingesackt. Cool, wir haben Sumeragi in unserer Gruppe. Ich wüsste mal gerne, welcher Level der ist. Muss ich gleich mal gucken. Aber erstmal gucke ich, ob hier noch weitere Dinge sind, die wir einsammeln können. Also nicht einsammeln können, sondern weitere Quests. Also hier in Wuklinde ist das erste Gebiet, ne? Ist es Wuklinde oder Welgunde? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall hier in dem grünen Gebiet ist scheinbar keine neue Quest mehr. Uns wird zumindest nichts angezeigt. Dann wollen wir mal schauen, ob wir in der Wüste was Neues finden. So, Wuklinde, Welgunde. Wenn wir mal auf die Map schauen. Nein, das sieht nicht so aus. Hier gibt es nichts Neues. Dann werden wir mal nach Flosshilde schauen. Okay, hier sieht es auch nicht so aus, als gäbe es was Neues. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Nibelheim. Da gibt es ja auf jeden Fall ein paar Dungeons, die wir noch nicht gesehen haben. Aber wenn die nicht für eine Quest sind, dann werde ich mir die auch nicht angucken im Let's Play, Leute. Es sei denn, ihr wünscht das ausdrücklich, aber hier scheint es auch keine neue Quest zu geben. Deswegen werde ich mal wieder zurück in die Hauptstadt gehen und gucken, ob da was los ist. Wir haben ja jetzt Sumeragi. Mal gucken, ob sich dadurch wieder neue Gesprächsoptionen hier ergeben. Überall mal reingehen, denn manchmal tauchen ja die Quests komischerweise nicht, werden einem dann von außen nicht angezeigt. Da, seht ihr, da haben wir nämlich wieder eine neue Quest. Mit einem Kampf. Hey Kirito, hey Leute! Wir sind hier. Seven und Rain und Sumeragi. Ich bin froh, dass ihr da seid. Wieso ist das gar nicht vertont? Naja, Leute. Heute wird doch die neue Quest hier in Sword Alfheim veröffentlicht. Klar wollen wir das zusammen machen. Aber klar. Die Quest heißt Lost Song. Es gab wohl ein besonderes Update, obwohl das Gebiet durch sein müsste. Ich frage mich, warum sie Lost Song heißt.
Wahrscheinlich wurden sie so nach dem Lied benannt, das Seven gesungen hat. Ist es nicht seltsam, eine ganze Quest basierend auf dem Spielstil eines Spielers zu erschaffen? Vielleicht stammt die Idee aus der Lieder-Edda und dem nordischen Brauch, Mythologie in Liedform weiterzugeben. Und wo kommt dann der verlorene Teil her? Naja, das finden wir bestimmt heraus. Los, gehen wir. Vielleicht wurde das wirklich mit einem Patch nachgepatcht in dem Spiel und wir sind jetzt in einer Art Update. Der verlorene Song. Ja, wir sind alleine, obwohl ich eine Gruppe eigentlich ja gemacht hatte. Daddy, Papa, Mama, Leute, bitte wartet. Was ist los, Yui? Ich höre etwas. Hm? Abenteurer? Was zum... Was sucht ihr in diesen Landen? Boah, redet das Ding telepathisch mit uns? Scheint so. Ich höre die Worte in meinem Kopf, nicht mit den Ohren. Klingt, als wollte jemand wissen, warum wir hergekommen sind. Was sucht ihr in diesen Landen? Es gibt da diese neue Quest und deshalb... Siehst du, jetzt bekommen wir keine Antwort, weil du was Komisches gesagt hast. Sorry. Wie habt ihr es hierher gefunden? Für welchen Weg habt ihr euch entschieden? Welche Begegnungen und Abschiede habt ihr auf euren Reisen erlebt? Was soll denn das? Wer das auch ist, er scheint viel von sich zu halten. Mich würde interessieren, warum das nicht vertont ist auf Japanisch. Haben die denn, ist das vielleicht wirklich ein Upgrade, also ein Update und, Level 600? Und die haben das nachträglich irgendwie reingepatcht und die Sprecher waren nicht mehr verfügbar? Ich habe übrigens ein neues Schwert an. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt zwei von den kleineren Schwertern. Denn das sind die Level 8 Schwerter, Rang 8 Schwerter. Oh. Und ich habe ein neues Amulett an, was es mir ermöglicht, schneller zu leveln, steht dran. Also ich denke mal, man erhält mehr Erfahrungspunkte, auf Deutsch gesagt. Muss ich hier die Mobs überhaupt killen? Das Gift haut auf jeden Fall gut rein, weil das echt lange anhält. Fertig, dass wir hier keine Asna bei uns haben, die uns heilen kann. Muss ich jetzt hier wirklich komplett durch den Dungeon? Für was denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, was Sache ist. Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Wo muss ich denn lang? Hier rum, ne? Ja. So ein bisschen labyrinthmäßig. Wir kennen das Dungeon aber ja schon. Ich heile mich mal gerade. Macht auf jeden Fall ordentlich Schaden, unser neues Schwert. Diese nervigen Knockdown-Viecher hier. Geh weg. Wow, 6000 mit dem Rundumschlag. Nicht schlecht. Bin ich noch richtig? Ja, bin ich. Diese, okay. Ah, ich muss, hab das Hebelchen, glaube ich, vergessen zu klicken. Danke. Ich kämpfe jetzt aber nicht nochmal gegen dich. Schon ein bisschen merkwürdig, die Quest.
Nochmal rund um Schlag, komm. Oh, guter Hit. Nochmal. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, die verfolgen mich. Auf jeden Fall hier guter Schaden. Ich vermute mal, dass das New Game Plus dann auch gar nicht so leicht wird. Zumindest nicht mit meinem Level. Ich bin ja nur Level 400. Und wir kämpfen jetzt hier gegen Level 600 Gegner. Ich glaube, dass man dann wirklich langsam darauf angewiesen ist, wirklich zu grinden. Sprich, alle, die jetzt nicht so MMO und Rollenspiel erfahren sind und mit den Begriffen nicht so gut umgehen können. Grinden ist, wenn man einfach nur Gegner kloppt und Nebenquests macht. Also irgendwie versucht, an Erfahrung ranzukommen. Und nicht weiterquestet im Sinne von Story-Missionen. Einfach nur, um im Level wieder aufzuholen. Erneut frage ich euch, was sucht ihr in diesen Landen? Wie habt ihr euer Leben gelebt? Welche Zukunft werdet ihr für euch schmieden? Wir? Uns ist schon so viel passiert, bevor wir hergekommen sind. Seven, manchmal haben wir den falschen Weg gewählt und waren verloren, aber wir haben einen Neuanfang gefunden. Rain. Ich habe erkannt, wie glücklich ich bin, diese Leute kennengelernt zu haben und dass ich mit ihnen hier Zeit verbringen kann. So leben wir unser Leben und ich bin sicher, so werden wir es auch weiterhin leben. Ich verstehe. In eurem Lied geht es also darum, Entbehrungen zu überstehen und Zweifeln zu entsagen. Lasst uns sehen, ob ihr würdig seid, euren Namen in den Legenden niederzuschreiben. Mein Name ist Lost Song. Ich bin es, der über dieses Land herrscht. Diese Stimme war also die Stimme des Questbosses? Nur indem ihr mich überwindet, kann endlich das Licht auf den dunklen Feen von Svart Alfheim scheinen. Los geht's, Nika. Genau, Rainbow. Ich habe keine Zweifel mehr. Zeigen wir diesem Ding, wozu wir gemeinsam in der Lage sind. Richtig so, na los, Leute. Ja, ich hoffe gemeinsam. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder alleine. Und das scheint ein richtig fetter Boss zu sein. Vielleicht der Endboss des Spiels. Er heißt ja Lost Song. Und er ist Level 1000. Ganz klasse. Das werde ich doch wieder niemals schaffen. Vor allen Dingen verstehe ich, ich verstehe wieder nicht, warum ich denn alleine in der Gruppe bin. Ist das normal bei der Quest? Also er kriegt auf jeden Fall guten Schaden, aber ich auch. Okay, man muss die Kristalle auf jeden Fall irgendwie killen. Ansonsten wehrt er sich ja im Moment nicht groß. Abgesehen von den Kristallen, die ja nur alle paar Sekunden mal rumschießen. Aber der ist Level 1000. Der wird mich platt machen. Der untere Kern. Gut, dass ich den Heal habe. So. Wie viele von den Kernen hat er denn? Oh, jetzt wird's eng. Keinen Scheiß machen hier. Komm schon, geh die doch. Ach, komm schon. Okay, er greift sich hindurch auch mit so komischen Stacheln an, die von unten kommen. Wie viele sind das denn noch von diesen Kristallen? Ich habe das Gefühl, ich bin schon zweimal rum. Oh, ausweichen. Alter, da kann man ja gar nicht ausweichen. Also wirklich schwer ist er bis jetzt ja nicht, ne? Wenn das alles bleibt. Aber ich befürchte es fast, dass es nicht alles bleibt. Ich meine, seine Attacken werden auch immer schneller.
Also ich meine, diesen Knockback da, den macht er jetzt schon echt oft. Ich weiß auch nicht genau, wie man dem ausweichen soll. Darf man da nicht an ihm ranstehen? Oder was ist das Problem genau? Ja, scheinbar darf man nicht in seiner Nähe sein dann. Das Problem ist nur, du kommst da... Ja doch, man schafft es. So, da haben wir die Kerne schon mal besiegt. Das war aber bestimmt noch nicht der Boss. So, da muss ich jetzt wahrscheinlich hochlaufen. Okay, er greift mich an. Glaube ich. Was geht hier ab? Da muss ich auch wieder... Wow, 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 wow. Okay, da muss ich auch rausgehen dann, wenn er das macht. Das fängt dann so an zu leuchten, zu pulsieren. Okay. Aber ich kann gar nicht sehen, wie viel Energie er noch hat. Der Kristall. Aber, liebe Leute, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Wer weiß, wie lange der Kampf noch dauert. Und ich glaube, es wird hier noch ganz spannend werden. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Hier zu Sword Art Online. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.